the Best, die erste Ausgabe. Bernd, der Herausforderer, Jean-Michel Safe, der Star. Noch steht es 0-0, aber wir starten jetzt direkt durch mit dem ersten Spiel und das heißt Pusten. Ihr kniet euch an dieser Tischhälfte gegenüber. Ihr dürft den Tisch nicht berühren. Wir legen gleich einen Ball genau in die Mitte und ihr müsst versuchen, nur mit Pusten, also nur mit der Kraft eures Atems, den Ball auf die gegnerische Seite bzw. über die gegnerische Hälfte drüber zu pusten. Das versuchen wir dreimal. Wer am Ende mehr Punkte hat, der hat diesen Durchgang gewonnen. Wenn der Ball die Begrenzung oder das Netz berührt, ist egal, geht einfach weiter, okay? Spiel ist erst vorbei, wenn der Ball auf der anderen Seite runterfällt. Habt ihr die Regel verstanden? Ja. Dann macht euch bereit, kniet euch hin. Wie gesagt, nicht den Tisch berühren und auch den Ball bitte nicht berühren mit dem Mund. Ihr seid fertig? Ja. Auf die Plätze. Fertig. Los. Ja. Oh, das war der erste Punkt für Bernd. Jomi am Boden zerstört. Jomi, was ist los? Alles okay? Neuer kann nicht das. Bist du verletzt? Ja. Nein, okay. Cool. Come on. Gut, fertig für das zweite Spiel. Und auf die Plätze. Fertig. Los. I touch it. Ja. Yes. Oh, das ist sehr fair. Jomi hat zugegeben, dass er den Ball berührt hat. 2-0 Führung für Bernd und damit schon die Chance für dich, dieses Spiel für dich zu entscheiden. Also Jomi, auf geht's. Auf die Plätze. Fertig. Los. So, Jomi braucht jetzt dringend den Punkt, um hier noch im Geschäft zu bleiben. Sonst geht das erste Spiel direkt an Bernd Arendt. Und da ist es bereits passiert. Und wir haben den ersten richtigen Spielstand. Einen Punkt gibt es für Pusten. Bernd führt mit 1-0. Aber das heißt noch gar nichts, denn der Jomi könnte schon mit einem Sieg im nächsten Spiel die Führung übernehmen. Und das zweite Spiel beginnt gleich und heißt Memory.